Um die Pfarre etwas besser vorstellen zu können, haben wir einige Mitarbeiter interviewt. Sie sind der Pfarrer der Pfarre Doppelbad. Möchten Sie uns kurz etwas über Ihre Tätigkeit hier in der Pfarre Doppelbad schildern, bitte? Meine Aufgabe hier in dieser eher kleinen Pfarre ist so wie die jedes anderen Pfarrers. Er soll zusammen mit seinen Mitarbeitern und allen, die bereit sind mitzudenken, die Seelsorge sicherstellen. Und das ist meine Hauptaufgabe. Hier kommt noch dazu, dass im Pfarrbereich das große Rehabilitationszentrum der Unfallversicherung ist, das eine besondere Verantwortung in sich birgt. Danke. Frau Höfner, Sie sind die Pfarrsekretärin. Was gehört alles zu Ihren Aufgaben? Zu meinen Aufgaben gehört die Verwaltung, das reicht von Buchhaltung bis zur Lohnverrechnung, aber auch die Unterlagen vorbereiten für Taufen, Trauungen, oft oder natürlich auch das Organisieren von einem Begräbnis. Und oft bin ich der erste Ansprechpartner oder die erste Ansprechperson im Pfarrhof für die Menschen, die eben ein Anliegen haben. Macht Ihnen Ihre Aufgabe Spaß? Meine Aufgabe macht mir sehr viel Spaß und Freude, weil die Arbeit sehr vielfältig ist und ich vor allem den Kontakt zu den Menschen sehr schätze und also sehr mag einfach. Danke. Frau Regier, Sie sind die Leiterin des Sozialkreises. Können Sie uns bitte etwas darüber erzählen? Ja, der Sozialkreis der Pfarre Doppelbad ist die Aufgabe für die Soziale halt Seniorennachmittage, Seniorenausflüge, die sind von Mai bis Oktober, von Oktober bis Mai die Nachmittage. Dann ist jeden zweiten Sonntag im Monat der Pfarrcafé. Und dann macht der Sozialkreis auch Babybesuche, wo ein Baby auf die Welt kommt, wird besucht und gratuliert. Dann macht der Sozialkreis auch Krankenbesuche und dann werden die Geburtstage besucht. Alle Runden und Halbrunden wird auch vom Sozialkreis finanziert. Und dann vor Weihnachten die große Weihnachtsaktion, da werden alle Personen ab 70 Jahre besucht und beglückwünscht und frohe Weihnachten gewünscht. Vielen Dank. Bitte. Frau Mooshammer, bitte erzählen Sie uns was über Ihre Tätigkeiten in der Pfarre Doppelbad. In dieser Pfarre Doppelbad sind wir noch nicht sehr lange. Wir sind vor 5 Jahren herausgezogen aus der Stadt und sind mit einer solchen Herzlichkeit da aufgenommen worden von allen Pfarrgemeindemitgliedern, dass es uns einfach immer mehr Anliegen worden ist, zu dieser Pfarre zu gehören. Es ist schön, zu dieser Pfarrgemeinde zu gehören und aktiv mitarbeiten zu dürfen und mitgestalten zu können. Und so, es hat sich dadurch, dass wir selber 3 kleine Kinder haben, einfach in den letzten Jahren so ergeben, dass wir versuchen, mit weiteren 5 Mamas gemeinsam für Kinder, Familien und auch für Jugendliche, vor allem für Jugendliche, Raum zu schaffen in dieser Pfarre, Raum zu schaffen, den Glauben zu entdecken, miteinander zu leben. Wir gehen diesen Weg durch Höhen und Tiefen. Wir haben schon sehr vieles gelernt. Vieles ist uns auch schon sehr gut gelungen. Und wir sind sehr froh über alle, die uns unterstützen wollen in Zukunft. Und ein großes Anliegen ist es uns auch, musikalisch Gottesdienste zu gestalten. Es ist auch sehr schön, wenn junge Leute zu uns stoßen und ihre Talente ein bisschen mit uns gemeinsam uns zur Verfügung stellen. Und wir hoffen, dass wir wachsen und diesen Weg in den nächsten Jahren gemeinsam mit vielen anderen weitergehen können. Vielen Dank fürs Gespräch. Frau Versolter, Sie sind Leiterin der Frauenbewegung. Können Sie uns etwas über Ihre Arbeit erzählen? Wir sind eine relativ kleine Gruppe im Alter zwischen 40 bis 60. Wir machen die Fastensuppe, so kleinere Veranstaltungen für die Pfarre und auch für Menschen, die man helfen kann. Ich bin auch im Sozialkreis tätig, wo ich den Adventbasar, das Adventkranzbinden und diese Tätigkeiten übernehme. Welche Altersgruppen von Frauen sprechen Sie mit Ihrer Arbeit besonders an? Wir sind
von 40 bis 70. Vielen Dank. Herr Versolter, Sie sind der Friedhofsbeauftragte. Können Sie uns erzählen, wie viel Zeit Sie durchschnittlich fürs Mähen benötigen? Ja, vor 3 Jahren hat mich der Pfarrer Dr. Thomann angesprochen, ob ich bereit bin, die Pflege für den Friedhof zu übernehmen. Und ich habe mich damals bereit erklärt. Und wir sind derzeit ungefähr 25 Frauen und Männer, die bereit sind, die für unseren Friedhof die Pflege zu übernehmen. Wir mähen circa im Jahr 7 Mal. Und das dauert ungefähr, oder wir brauchen dazu 1,5 Stunden pro Pflege. Ein großes Problem ist auch im Friedhof das Müllproblem. Man muss alle Wochen einmal mindestens um den Müll durchsortieren, weil viele eben das Sortieren nicht so ernst nehmen. Und um eine geregelte Müllabfuhr richtig durchzuführen, ist es notwendig, dass alles ordnungsgemäß entsorgt wird. Vielen Dank. Herr Magister Kahner, was sind Ihre genauen Tätigkeiten in der Pfarre Doppelbad? Meine Tätigkeiten als Pastoralassistent gliedern sich in 2 große Bereiche. Auf der einen Seite die Krankenhausseelsorge im Rehabilitationszentrum hier in Doppelbad und auf der anderen Seite die Pfarrseelsorge. Die Pfarrseelsorge ist sehr umfangreich, von der Kinder- und Jugendarbeit beginnend bis zu sozialen Dingen oder das Gestalten der Feste, Erntedank, Weihnachten, Ostern, das Sternsingen, liturgische Dinge zum Beispiel wie ein Heilungsgebet und abschließend meistens das Kirchenjahr dann mit einem, nicht das Kirchenjahr, das Arbeitsjahr mit einem Jungscherlager und dem Pfarrfest beginnend am 5. September. Danke für das Gespräch.